Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monkey Island 5. Ja, wir haben im letzten Part ein paar Mal diesen Grimassenwettbewerb gemacht. Uns fehlen aber immer noch zwei Grimassen. Und mir ist eventuell noch was eingefallen, wie wir vielleicht noch eine Grimasse kriegen können. Zwar war hier dieses Gemälde, was total vergilbt war. Das Porträt von Fischeis Alabaster. Genau. Es ist mit antikem Schmutz bedeckt. Ich kann das Gemälde nicht sehen. Oh, ich hätte fast Dekabas Getränk vergessen. Ja, genau, richtig. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Guter Hinweis. Vielleicht kann unsere gelbe Brühe nämlich hier auch weiterhelfen. Anscheinend war das gerade schon ein Hinweis da drauf. Mal gucken. Seekuhgalle, das natürliche Lösungsmittel des Meeres. Das geht auch. Ja, sehr geil. Wow, schau dir die Glubschaugen an. Sehr schön. Das sollte reichen. Okay, jetzt haben wir eine neue Grimasse gelernt. Sehr geil. Ja, jetzt haben wir den Becher eigentlich immer noch. Ich will nochmal zu Dekava zurück. Weil ich glaube tatsächlich, weil er hat doch was von Grimassen gesagt. Warte mal. Ich will nochmal versuchen, ihm das gelbe Getränk anzudrehen. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir von ihm vielleicht auch noch eine Grimasse lernen können. Oder wir machen einfach nochmal Arr oder so. Mal gucken, ob wir das nochmal hinkriegen. Nein! Realistisch, luftig, mit einer warmen Schleimschicht. Mir gefällt, wie Dekava sich hier häuslich eingerichtet hat. Ich wollte mit ihm reden und nicht hier weggehen. Tagchen, Boss. Wie macht sich mein Drink, Matrose? Keine Sorge, ich bin dabei. Ach, den Drink will er haben, genau. Ich mach nochmal Arg. Arr! Aufhören! Du brauchst eine Sorgfirma. Was will ich tun? Was treibst du so? Ja, fahr immer mal. Was treibst du so? Ich arbeite am Ersatz für das Innenohr und Sie hätten mir dazu das Material bringen sollen. Ja, richtig, Saugwürmer. Ich finde seine Brille halt auch ein bisschen auffällig. Vielleicht können wir ja unsere Lupe irgendwie in seine Brille einbauen. Aber wie denn? Also bis dann. Machen Sie's gut. Mann, ich kann seine Brille ja nicht anwählen, ne? Nee, ich kann hier schlecht vom Kopf reißen. Legt ihr die vielleicht ab und zu mal ab? Ich beobachte ihn mal einen Moment. Nein! Oh Mann, das geht sogar. Das war doch in Teil 2 mal so. Da hat auch Wally seinen Monokel immer weggelegt. Okay, das geht tatsächlich. Wo ist nur mein Monokular geblieben? Ein glitschiger Teufel. Ah, ja geil. Wenn wir ihn jetzt in anderes Dings da reinhauen, dann sieht er nicht richtig. Okay. Diese Linsen haben ungefähr die gleiche Größe. Dekavas Monokular hat jetzt eine rote Linse. Jetzt wird er die Seekuh durch die rosarote Brille sehen. Oder aber unglaublich viele Geheimnisse entdecken. Ja, wir legen das mal wieder dahin. Keine Geheimbotschaft hier. Du sollst ihm die Brille wiedergeben. Dein Monokular, Boss. Dem Himmel sei Dank. Ich war schon total am Verzweifeln. Ist es unversehrt? Die Linse war zerbrochen, als ich es fand. Ich habe aber Ersatz für sie gefunden. Wie finde ich Besatzungsmitglied? Ganz der alte Coronado. Das sehe ich schon. Okay. Und wenn wir ihm jetzt das Gesöff geben, also die gelbe Galle, dann macht er bestimmt eine Grimasse. Ah, ein Becher Gallenschaumwein. Und danke auch, dass Sie das ätzende gelbe Sekret vermieden haben. Hölle! Man achte auf die Augen. Jetzt ist selbst das orangefarbene Sekret verdorben. Nie wieder. Von nun an gibt es für mich nur noch den Ausfluss der eustachischen Röhre oder Salzwasser. Ja, schön. Es ist alles jetzt weg. Ja. Ja, cool. Dann können wir uns jetzt ja nochmal an dem Spielchen wagen. Allerdings, wenn wir das jetzt schaffen sollten, dann haben wir ja immer noch nicht die Dings, die, die Stimme von Moose. Dazu müssen wir den Santino da umstimmen. Aber wir brauchen erstmal die Grimassen. Was jetzt? Ich denke, wir müssen jetzt alle Grimassen parat haben. Ich könnte natürlich jetzt aufschreiben, was er macht. Und noch eine Runde. Hast du noch nicht die Nase voll, Poppengesicht? Ich glaube, ich schreibe mir das wirklich auf, weil sonst... Bereit? Ich beginne. ...verwechsle ich das. Hier kommt... Arr. Widerwärtig, schielend, irrer... Irrer Sound!
Oh, ist das etwa ein Grimassenwettbewerb für Pilger? Ich könnte schwören, dass du was von Piraten gesagt hast. Dir zeig ich. So, wir machen jetzt mal vermummt. Er hatte Shield. Dann machen wir. Ah, Fischauge. Fischauge. Und, was machen wir dann? Er hat jetzt Irrer. Nehmen wir Affe. So, okay, aufgeschrieben und los. Das ist R. Vermummt, Fischauge, Affe. Wir haben die erste Runde hinter uns. Ganz nett. Aber kannst du das hier toppen? Jetzt kommt's. Das ist R. Stinkend, Strabismus, Fiesling. Okay, jetzt bin ich an der Reihe. So, die noch fehlen. Es fehlt jetzt noch genervt. Frisiert. Und alter Knacker. Und damit haben wir gewonnen. Das Bild sieht gerade sehr geil aus hier. Er hat Arr, genervt, frisiert, alter Knacker. Das gibt's doch nicht. Ich habe dir alle Grimassen gezeigt, die ich kenne. Unfassbar. Threepwood hat den erlauchten Prinzen der Visage geschlagen. Bravo. Na, wer ist jetzt das Beispiel für fehlende Originalität? Nicht originell? Ich? Wenn du das sagst, Kleiner. Ich hab dich besiegt, also fordere ich deine Stimme. Ist das so? Ah, hätte ich fast vergessen. Was vergessen? Ich hatte dieses alte Ding bei mir rumliegen. Hm? Alter Falter, ist das möglich? Heiliger Strohsack! Das ist Burgeye! Selten gesehen, Brüder und Schwestern! Wenn der Herausforderer das nicht toppt, ist der Wettbewerb zu Ende! Meinst du etwa, ich soll mir beide Augen herausholen? Wow, das ist extrem! Er hat ganz klar gegen die Regeln verstoßen. Welche Regel soll das sein? Jedenfalls sollte es eine Regel gegen den Einsatz der irren Augen geben. Ich habe zumindest einen Kampf geboten. Kannst du mir nicht einfach deine Stimme geben? Ich habe meine Bedingungen klar umrissen. Das ist aber jetzt nicht nett. Diese feinen Lederjacken eintauschen. Okay, dann machen wir das mal. Deine Stimme, sonst bist du ein toter Mann. Flüchten wir uns in leere Drohungen? Viel Glück. Du stiehlst mir meine Zeit. Ich hab dein Rumgehüpfe satt. Ich hab die Nase voll von deinen bescheuerten Grimassen und ich bin schon ganz krank wegen... Wow, vielleicht bist du ja einfach nur krank, Bruder. Ach, die Pocken. Du feiger Deserteur! Ich hab die Seelen von Männern vernichtet, die 10-mal so stark waren wie du. Und beim Mittagessen hatte ich sie schon wieder vergessen. Du tust jetzt, was ich sage, sonst wirst du dir für den Rest deines kurzen Lebens wünschen, den Namen Threepwood nie gehört zu haben! Wow! Das ist die brutale, grüne Dämonengrimasse. Threepwood gewinnt mit der ekligsten Visage diesseits des Hypothalamus. Ja? Na gut, er gewinnt! Meine Stimme gehört dir, aber ich werde dich im Auge behalten. Aha. Schön. Wortwitz. Okay, jetzt brauchen wir nur noch die Stimme von Moose und dazu müssen wir halt Santino umstimmen. Und wir haben ja schon rausgefunden, dass wir ihn den Kopf abschlagen können. Und ich bin mir immer noch sicher, dass hier Mary drin ist, ne? Wenn das wirklich Mary ist, könnten wir vielleicht den Kopf austauschen und dann könnte Mary sprechen. Hm. Wie kriegen wir die auf? Ich spüre... Es ist verschlossen. Ja. Mit dem Schwert vielleicht. Ich will das nicht zerschneiden. Mit dem Haken hatte ich ja schon probiert, ne? Oder? Ich denke schon. Nee. Doch, komm. Komplett unverschlossen. Das habe ich nicht. Haken ist ziemlich praktisch. Hm. Aber manchmal vermisse ich die alten Greiferchen. Ich dachte, ich hätte das probiert. Oh. Sacrebleu! Die Moleküle bauen sich auf! Die Formel verwirklicht sich! Wissenschaft! Ich habe hier Wissenschaft!
La mort est tuée. Okay. Ja, ist die Truhe jetzt auf oder was? Mach auf. Weh dir, törichter Sterblicher. Du hast die sichere Verdammnis all deiner fleischigen Artgenossen heraufbeschworen. Der Zorn Murrays wird... richtig, sehr lustig. Hi, Murray. Report. Ich schätze, ich hätte damit rechnen müssen. Lang nicht mehr gesehen. Wie wurdest du hier drin gefangen? Ich bin nicht gefangen. Okay. Was hast du getan, bevor du dich entschlossen hast, es dir in einer Schatzkiste, die in einer Seekuh steckt, gemütlich zu machen? Nun, meine Legion von untoten Soldaten hat eine Armada spanischer Klipper in die Knie gezwungen, als ein mächtiger Sturm unser Schiff kentern ließ. Ich kann mich nicht erinnern, von einem Kampf mit der spanischen Armada gehört zu haben. Ha! Als würde jemand mit dem Leben davonkommen, um diese Geschichte zu erzählen. Brauchst du etwas Hilfe? Hilfe? Ha! Hilfe! Ich werde dir ein Ende setzen. In Ordnung. Hat mich gefreut, mit dir zu reden, Murray. Vielleicht ein bisschen Hilfe. Wie bitte? Vielleicht mich mitnehmen. Oh, du hättest gern Hilfe. Auf geht's, Kumpel. Ah, hier drin ist es dunkel. Und warum stinkt es hier so nach vergammelter Marmelade? Ja, wie geil, Murray ist wieder da. Ich finde das super. Können wir uns hin... Der Sandwurm ist in meinem Auge. Er ist in meinem Auge. Können wir Murray mit dem Saugwurm kombinieren? Nee. Aber ich finde das geil. Können wir uns Murray angucken? Ich finde das super, dass wir den Inventar haben. Alles in Ordnung hier drin? Du musst diesen Saugwurm loswerden. Ich hatte ihn fast. Aber du kannst nichts schmecken. Es ist trotzdem ekelhaft. Ist das geil. Komm okay. Zurück! Dann versuchen wir das jetzt doch mal wirklich mit Kopf abschlagen und die Köpfe austauschen. Hinein. Flump. Also wir müssen ihn nochmal ablenken, würde ich sagen. Hallo. Was geht? Anstoßen. Ich hebe das Glas auf diesen ganz besonderen Augenblick. Gerechter. Was ist der Anlass? Hatten wir eigentlich schon alles durch? Glaube, ne? Ne, den haben wir noch nicht. Bring deine Tochter mit zur Arbeit, Tag. Wuhu! Okay, dann hauen wir jetzt nochmal den Kopf ab. Wenn ich deine Beweglichkeit nur für das wahre Böse nutzen könnte. So wird das nix. Dann muss ich wirklich Murray nehmen und direkt damit benutzen vielleicht? Das geht! Ja, das geht! Ja. Greenwood, du hast den größten Fehler deines Lebens begangen. In meiner neuen körperlichen Form werde ich diese Länder abfackeln, nur um sie nach meinem ruchlosen, allmächtigen Abbild wieder aufzubauen. Und? Gefällt dir dein neues Outfit? Das tut es. Santino, Bruder, möchtest du mir dabei zusehen? Die Menschheit verspricht mir ihre Treue. Unsere Bruderschaft ist ein Band, das in den Flammen der Hölle geschmiedet wurde. Vielleicht werde ich mich einen Augenblick an dieser Bruderschaft weiden. Bevor du die Welt abfackelst? Terror wird über diese Seekuh hereinbrechen. So viel steht fest. Und wenn ich, warte mal, wenn ich ihm jetzt diese Foltermethoden zeige, beziehungsweise die Aufnahmebedingungen... Murray? Ich meine, Santino? Möchtest du dir mal das Handbuch für neue Mitglieder der Bruderschaft anschauen? Es könnte dich sehr interessieren. Lesen ist für die Schwachen. Ich dachte nur, du fändest diese Aufnahmerituale interessant. Der erste Schritt in der Vierteilung ihres Opfers ist... Moment, Moment! Was war das? Ich schaue mir nur gerade an, worauf ich mich freuen kann, wenn ich in die Bruderschaft gewählt werde. Lass sie mich mal sehen. Also, das ist geradezu bösartig. Schau dir das ganze Blut an. Ja, ich freue mich nicht darauf. Einen Augenblick. Zeig mir den Einband. Ha, das ist der Originalartikel. Schade, dass ich deine Stimme nicht haben kann. Aha. Pass auf, worum du bittest. Betrachte meine Stimme als deine. Und deinen sofortigen Niedergang. Ah.
Ah, geil. Ah, super, dann können wir jetzt ja die Wahlen nochmal anlaufen lassen. Ja, cool. Ha! Wir kommen voran. Ist das schön. So, komm. Abstimmen. Ahoi! Was jetzt? So, danke für deine Stimme. Ja, gut. Danke für die Stimme. Nicht gern geschehen. Und jetzt Wahlen. Okay, stimmen wir ab. Ich glaube, ich habe gute Chancen. Sehr gerne. Meine Herren, unsere Goldlocke hier würde gerne der Bruderschaft beitreten. Klasse. Wir haben Wahlen, meine Lieblingszeit. Bruder Nugi, die Aufnahme eines gewissen Guybrush Threepwood betreffend. Was sagst du dazu? Also, ja. Ich stimme mit Ja. Ich glaube, er wird die Stimmung heben. Fragwürdig. Bruder Moose, was sagst du? Ich schließe mich hier meinem kleinen Santino an. Ja, rollen wir den roten Teppich aus und tränken ihn mit dem Blut von Threepwoods Folterqual. Bereitet die Streckbank vor, schmiert die Daumenschrauben. Ach Mann, du bist mir vielleicht einer, Santino. Ich sage ja. Mein Junge hat ein Auge für besonderen Charakter. Na, ausgezeichnet. Ich stimme mit Nein. Hey, hast du nicht gesagt, dass ich locker dabei bin, wenn ich dich beim Piratengrimassenduell bezwinge? Naja, Mann. Ich finde, du musst erst noch deinen Teil der Abmachung erfüllen. Oh, also gut. Aber nur, um die Integrität der Bruderschaft aufrechtzuerhalten. Ein Sieg der Bürokratie. Du bist einstimmig gewählt worden und hast eine offizielle Einladung erhalten, der Vereinigten Demokratischen Bruderschaft des Seku-Interieurs beizutreten. Ich nehme an. Bekomme ich jetzt eine Schärpe oder eine Anstecknadel? Nein. Willkommen, Bruder. Willkommen. Du sollst in der Hölle schmoren. Ihr Jungs solltet echt über Anstecknadeln nachdenken. Die werden sicher ein Renner. Du hast nun gleich die Ehre, eine der größten Pflichten der Bruderschaft zu übernehmen. Als jüngstes Mitglied bist du der Betreuer der Hörschnecke. Der Schlüssel zu unserem dauerhaften Urlaubsglück. Du zeigst sie mir einfach? Verteidige sie mit deinem Leben, Bruder. Okay. Ja geil, wir haben eine Hörschnecke. Damit kommen wir doch jetzt hier raus. So, warte. Wollen wir erst nochmal mit Mary nochmal reden? Komm. Danke, dass du mich reingewählt hast, Murray. Ich habe die Hörschnecke. Das ist eine Art schreckliche Krankheit, nicht wahr? Nicht wirklich. Okay. Und LeFlay? Morgen! Ich habe die Hörschnecke! Dann geh und tausche sie im Ohrkanal aus, damit wir hier rauskommen. Ich möchte dich nach Flotsam zurückbringen, solange ich noch jung genug bin, um das Kopfgeld zu verprassen. Sie sind alle gerade sehr nett zu uns. Finde ich super. Ja, ich möchte hier hoch. Eine Hörschnecke wäre beschafft. Aha. Wir werden hier in 0, nichts weg sein. Jetzt bin ich ja gespannt, ob das also einfach geht, die auszutauschen. Sir, wenn ich etwas sagen dürfte. Ja, Van Winslow. Wie geht's Ihnen, Winslow? Kann ich Ihnen etwas bringen? Ein Becher Gallenflüssigkeit vielleicht? Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich, gerade als ich mich etwas ausruhen wollte, auf etwas Beunruhigendes stieß. Nicht schon wieder ein Ausbruch der polynesischen Bettmilben? Nein, das können Sie mir glauben. Ich habe zwischen den Laken schon manch Beunruhigendes gesehen. Was ist es dann, Winslow? Ich glaube, eine Drohung, Sir. Ich ließ sie drüben am Landungssteg. Da war eine Nachricht dabei. Das erwartet denjenigen, der sich mit der Bruderschaft anlegt. Okay. Oh. Heiliges Krümelmonster. Ich liebe so etwas. Und ein Seepferdchenkopf. Wieso? Das hast du jetzt einfach so eingesteckt? Ich denke, das war eine Drohung. Ein Seepferdchenkopf. Riesenseekühe essen die Dinger wie Cracker. Mann, wenn jemand kleine, fischförmige Cracker für Menschen machen würde, würde er ohne Ende Geld scheffeln. Also ich denke, es war doch jetzt eine Drohung, denke ich. Und wir haben den Keks, der da jetzt drauf lag, was das auch immer war, einfach aufgegessen. Interessant. Und von dem Zettel habe ich gar nichts gesehen. Na gut.
Also wir tauschen jetzt einfach mal die Hörschnecke aus. Dann betrügen wir zwar die Bruderschaft, aber wir kommen hier weg. Also, Hörschnecke gegen Hörschnecke. Ich muss das in der eustachischen Röhre der Seekuh austauschen. Ja, ist es nicht hier der Fall? Obwohl es aussieht, als wäre alles voller Süßigkeiten, glaube ich, dass die Hörschnecke der Schlüssel für den Richtungssinn dieser Seekuh ist. Ja, ja. Muss ich das mit dem Schwert machen? Abgesehen davon, dass es unnötigen Schaden und Schmerz verursacht, wäre es sinnlos, diese Hörschnecke zu entfernen, um die andere damit zu ersetzen. Und die Wunde? Soll ich das in die Wunde packen? Hier, bitteschön, Kumpel. Ach so. Wow. Ich glaube, wir sind wieder auf Kurs. Ja, geil. Ich glaube, ich habe dein Seekuh-Problem gelöst. Was sagt man dazu? Ich spürte die Rotation unserer Kreatur und sah gleich auf den Kompass. Demnach sind wir wieder auf Kurs. Heiliger Paarungsplatz der Seekühe, wir kommen. Wie haben Sie es geschafft, Ihren Orientierungssinn wiederherzustellen? Lustig, dass du das fragst. Also, ich traf deine alte Besatzung und... Deine Besatzung? Ja, und sie hatten die ganze Zeit die Hörschnecke. Ich tat einfach so, als wollte ich mich ihrem bescheuerten Verband anschließen und... Meine Besatzung! Ja, ja, deine Besatzung, die ganze Zeit quicklebendig. Wer hätte das gedacht? Du hast uns hintergangen! Ich tat nichts dergleichen. Ja, ich hab euch alle verraten. Ich sag mal ja, ich hab euch verraten. Ist ja offensichtlich. Ja, man könnte sagen, dass ich euch verraten hab. Wir haben dir unser Vertrauen geschenkt. Unfassbar, Mann. Passt auf, Jungs. Ich kann euch das erklären. Ist nicht mehr nötig. Ah, Bug-Eye, die unwahrscheinliche Stimme der Vernunft. Das Vertrauen der Bruderschaft zu enttäuschen, kann nur eine Konsequenz haben. Den Ausschluss. 100 Strafpunkte. Ein peinliches Gesichtstattoo. Eine Verdopplung der Strafe. Den Ausschluss. Den Ausschluss? Ah, das ist okay. Ich verstehe das. Den Tod. Tötet ihn. Heyo! Heyo! Was wird das jetzt? Morgen, Schatz! Die Zeit des Tötens ist gekommen! Entschuldige, wie bitte? Ein Trio blutrünstiger Meuterer wird aus diesem Loch in 3, 2... Was habe ich vorhin dazu gesagt, mich um Hilfe zu bitten? 1... Toll! Und ich war gerade dabei, dir eine Schärpe zu nähen. Ich könnte eine helfende Hand gebrauchen. Er will sich von einem Mädchen helfen lassen. Bist du mir immer noch wegen des kleinen Kratzers böse, den ich dir auf der Narwal verpasst habe? Ich werde... Es wird langsam eng, Morgan! Ich lass mir doch nicht vorschreiben, wann ich zu kämpfen habe. Ich bin doch nicht so ein Hund aus seinem Hinterhof. Genau, Mann. Zeigt der Lady gefälligst ein bisschen Respekt, kapiert? Die Meuterer haben dich vorhin Weichei genannt. Nein, das haben wir nicht. Er sagte, du wärst eine welkende Blume. Das hört sich in der Tat nach Guybrush Threepwood an. Schneller, Lakaien! Töten, töten! Pass auf, es tut mir leid wegen vorhin. Was tut dir denn leid? Dass ich die Vermutung hatte, du wärst nicht fähig, die Situation in den Griff zu bekommen. Du bist fähig. Bitte, zeig jetzt diesen Meuterern deine Fähigkeiten. Und? Und du bist eine mächtige Kopfgeldjägerin. Wie lieb von dir. Aber vergisst du da nicht etwas? Was denn noch? Lass ihn leiden! Hä? Was denn? Oh! Du erhältst das Privileg, eine Waffe zu tragen, zurück. Ich danke dir. Meuterer der Besatzung von Coronado de Cava. Für das Protokoll würde ich gerne festhalten, dass ihr vier gerade im Kampf von einer Frau übermannt wurdet. Also eigentlich überfraut. Was, wie ich vermute, nicht so angenehm war, wie es klingt. Hau ab und lass deinen Fock baumeln, du Verräter! Gut gemacht, Morgan. Danke, Kapitän. Ich meine, danke, Schatz. Nun, Coronado, wie kommen wir von hier weg? Ich bin Ihnen 14 Schritte voraus, Micho. Hier, das müsste genügen.
Das ist eine einzigartige Mischung aus panamaischem Pflaumensaft, ostindischen Kaffeebohnen und Butti-Frühstücksflocken. Ein paar Tropfen davon in den Verdauungstrakt des Ungeheuers und schon haben wir unsere Fahrkarte nach oben. Kapiert. Ein paar Tropfen in die größte Gallenansammlung, die ich nur finden kann. Erledigt. Schnell! Alle an Bord! Halt dich an deiner Hose fest! Da sind wir wieder an der Oberfläche. Ah ja. Wie geht die jetzt? Das hätte schon mal sein können. Ernsthaft? Nur eine schnelle Reise durchs Atemloch. Seekühe haben doch gar keine Atemlöcher. Was? Dann... Oh, ja. Wie geht die geht? Hey, was da unten anbelangt... Ich weiß, ja. Ich war ein ziemlicher Volltrottel. Nein... Na gut, ja, aber ich wollte anmerken, dass dein Stil gar nicht mal so schlecht ist. Ich bin eben ein stilvoller, mächtiger Pirat. Wie auch immer. Ich arbeite sonst immer allein. Aber wir beide haben ein ganz gutes Team abgegeben. Hey, Turteltäubchen, hört mit dem Quasseln auf. Mein Schatz ist nur noch wenige Pfade von mir entfernt. Oh, und da ist ja auch mein Schiff, die Howler Monkey. Hätte nie gedacht, dass ich es je wiedersehe. Ich habe über den Paarungsplatz und der Höhle von La Esponja Grande Anker geworfen. Wenn jetzt meine treue Besatzung auch nur ein Goldstück wert wäre, der Star meiner Besatzung besaß nun auch noch die Frechheit, einfach so zu sterben. Wo liegt das Problem? Santino war nicht nur ein erstklassiger Schwertkämpfer, Stierkämpfer und Patissier. Er war auch, und das ist am allerwichtigsten, ein konkurrenzlos guter Flossenschwimmer und Taucher. Es gibt keinen anderen, der zum Paarungsplatz hinabschwimmen könnte. Guybrush kann seinen Atem für 10 Minuten anhalten. Ist das wahr? Das ist wahr, aber das werden wir erst im nächsten, in der nächsten Folge beantworten, denn wir haben schon eine lange Überlänge produziert hier. Es war so viel Cutscenes jetzt gerade zum Schluss. Aber es ist ziemlich geile Entwicklung, finde ich. Und ja, im nächsten Part geht's dann weiter. Ich freue mich schon. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.